Herr Sartori, angesichts der Tatsache, dass heute in der Startelf ja bis auf zwei Ausnahmen fast nur Profis auf dem Platz waren und Neckarelz sich ja diese Saison ja schwer tut und eigentlich sicher abgestiegen ist, ist das Ergebnis nicht überraschend? Nee, aber man muss erstmal den Gegner bespielen und das haben wir ganz ordentlich gemacht, waren gierig in den Zweikämpfen von Beginn an, hat gemerkt, dass wir die Mentalität auf den Platz bringen, die wir auf den Platz bringen wollten und das haben wir gut gemacht und die Mannschaft hat so in der Zusammensetzung ja noch nie zusammengespielt und dementsprechend war das ja eine kleine Überraschung, ein kleines Überraschungspaket, was heute passiert mit der Mannschaft. Das natürlich muss man erwarten, wenn man so viele Profis auf dem Platz hat, dass man einen Gegner wie NKS bespielt, aber trotzdem muss das Spiel auch erstmal gespielt werden. War schwierig heute die Mannschaft zusammenzustellen, ist ja recht spannend, also war für Sie sicherlich schwierig zu planen. Ja, es ist wie jede Woche. Also wir wissen jede Woche nicht, was von oben runterkommt und müssen das sehr kurzfristig planen, müssen dann drumherum basteln, müssen auf die U23-Regelung aufpassen oder Ü23-Regelung dementsprechend. Hatten heute in der Startformation drei Spieler von den Profis, von Beginnern, die über 23 waren. Dementsprechend konnten wir keinen von uns bringen. Da muss man vorsichtig sein, auch bei den Wechseln und dementsprechend müssen wir da immer drumherum basteln und dann stellt sich die Mannschaft jetzt nicht von selbst auf. Im Gegenteil, wenn man so viele runterkriegt, dann muss man gucken, welchen Spieler kann man noch dazu bauen, wer passt am besten zu den Spielern, die jetzt schon auf dem Platz stehen von oben runter und ja, das ist nicht immer ganz einfach. Ja. Sie sind ja im Abstiegskampf, kann man sagen. Wie bewerten Sie das? Wie schwierig wird es sein, die Klasse zu halten? Ja, wir sind jetzt dran an den nächstoberen Mannschaften punktetechnisch, aber es ist natürlich kein Selbstläufer, auch für uns nicht, obwohl wir fußballerisch gut sind. Jetzt die letzten Spiele auch gegen Ravensburg und gegen die Kickers gut waren, richtig gut waren, haben wir nur einen Punkt geholt und da muss man schon aufpassen, definitiv. Und es wird schwierig, wir müssen jedes Spiel mit 100% angehen, ehrliche Arbeit abliefern und halt immer wieder gucken, was von oben runterkommt, was wir drumherum basteln, weil die Mannschaften, die wir haben, so in der Art noch nie zusammen gespielt haben und dementsprechend gilt es da immer wieder vorsichtig zu sein und zu gucken, welche Spieler passen am besten zueinander. Eine Überraschung war Fabian Rehse, denke ich, auch in der Mannschaft. Hat viele überrascht. Können Sie dazu den Hintergründen sagen? Schwebt im Raum, da wäre was Disziplinarisches gewesen. Nee, soweit ich weiß, war da nichts Disziplinarisches. Fabian hat keine Spielpraxis bei den Profis bekommen, die letzten Spiele, keine Einsatzzeiten und dementsprechend tut es ihm gut, wenn er bei uns über 90 Minuten geht, um wieder Spielpraxis zu sammeln und das war der einzige Hintergrund. Nächster Gegner, Sandhausen 2, was wird das für ein Spiel? Ja, das wird ein ähnliches Spiel wie heute, wobei Sandhausen jetzt einen guten Lauf hat. Ja, die haben jetzt viele Spiele in Serie gewonnen. Ich glaube, drei oder zwei Stück auf jeden Fall, die vergangenen zwei in Serie gewonnen. Und dementsprechend wird es ein hartes Aufeinandertreffen von zwei U23-Mannschaften, die im Moment gucken, dass sie da unten rauskommen. Herr Sartori, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön.